Sachsen muss sich nach Angaben der Landesärztekammer auf Triage vorbereiten. Es stünden im Freistaat nur noch wenige Betten auf den Intensivstationen zur Verfügung. Das sagte der Präsident der Landesärztekammer Erik Bodendieck NDR Info. Wenn sich daran nichts ändere, dann müsse man über eine Auswahl nachdenken, wer behandelt werde und wer nicht. Er hoffe, dass es aber anders komme als zurzeit prognostiziert. Sachsen sei auf jeden Fall auf die Hilfe anderer Bundesländer angewiesen. Fragen wir gleich mal nach. Wir blicken nach Leipzig zu meinem Kollegen Lutz Stordel. Was genau bedeutet das denn für die Kliniken im Freistaat Sachsen? Ja, erstmal ist es so, dass wirklich der Chef der Landesärztekammer jetzt die letzte Vorwarnstufe gezogen hat. Er hat nicht gesagt, dass die Triage jetzt nächste Woche schon fällig wird. Es geht nur um die extreme Belastung in den Kliniken. Und wir haben das ja selber gesehen. Wir kennen es aus Dresden, aus der sächsischen Schweiz. Dort sind die Kliniken wirklich an der Grenze. Da werden Stationen geschlossen, es werden Operationen beschlossen, um weitere Betten noch aufzubauen, um vor allem Pflegekräfte zu binden, die eben auf den Intensivstationen noch zur Behandlung gebraucht werden. Und wenn sich die Zahlen einfach so explosionsartig weiterentwickeln wie jetzt, dann wird es eben nicht mehr gehen. Dann muss man sehen, natürlich hat man auch noch die Möglichkeit, in benachbarten Bundesländern Krankenhausbetten in Anspruch zu nehmen. Das funktioniert erstmal. Also bis es zur Triage tatsächlich käme, das wird noch dauern, zumal eben woanders noch Kapazitäten da sind. Aber er wollte offenbar eben wirklich darauf aufmerksam machen. Die Lage ist extrem ernst. Was merkwürdig ist, ist, dass sich diese ernsthafte Situation in der Hospitalisierungsrate, die ja nun gerade als neuer Gradmesser für Corona-Beschränkungen verankert wurde, dass sich das da überhaupt nicht widerspiegelt. Da liegt Sachsen im unteren Drittel. Also wir sind irgendwo bei 6 Nachbarländer. Sachsen-Anhalt ist bei 18, Thüringen ähnlich. Also das ist wirklich ein merkwürdiger Vorgang. Würde man jetzt tatsächlich diese Hospitalisierungsrate zuranziehen, dann dürften diese ganzen Einschränkungen, die wir in Sachsen seit heute haben, eigentlich überhaupt nicht eingeführt werden. Dankeschön, Lutz, für diese Eindrücke aus Leipzig.